Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Heinerstube. Diesmal reden wir nicht über ein einzelnes Spiel, sondern über das gesamte Jahr 2023 des SV Darmstadt 90. Soll so ein kleiner Jahresblick sein, Rückblick sein. Einmal vielleicht auch persönlich mit ein paar Anekdoten, mit unseren Spielhighlights, Spieler des Monats. Und ja, wir starten da im Januar. Obwohl, bevor wir das machen, nochmal zum Jahresende der Hinweis, wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, unterstützt uns doch gerne über die bekannten Wege, heißt Abonnement, Like oder auch, wenn ihr möchtet, finanziell nochmal vielleicht ein kleiner Taler zum Jahresende über Steady oder PayPal. Die Links findet ihr dazu, wie immer in der Beschreibung und der Abo-Knopf, den seht ihr ja ganz prägnant. Das würde uns sehr unterstützen, sehr freuen und sehr helfen. Und mit diesen Worten, glaube ich, können wir direkt mal in den Januar starten. Wir erinnern uns, es war, hinter uns lag eine, ich würde sagen, fulminante Hinrunde in der zweiten Liga, bis dato immer noch ungeschlagen seit X Spielen. Die Testspiele jetzt nicht gegen die größten Gegner gewesen. Ich glaube, der größte war so noch mit der SVW in Wiesbaden, das, glaube ich, unentschieden ausging. Genau, und dann war eben so dieser kleine Härtetest gegen Jahn Regensburg, was auch mein Highlight war, aus zweierlei Gründen. Einmal aufgrund des unfassbar genialen Trikots, also eines der schönsten Trikots, was wir je hatten, das 125-Jahr-Trikot, aber natürlich auch das Spiel selbst, weil es so ein bisschen zeigte, Regensburg war ja auch ein Angstgegner, Spiel ging in der Hinrunde verloren, dass wir auch Angstgegner schlagen können. Und die Tore dann auch waren ja, glaube ich, Brayden Manu und Fabian Holland. Richtig, Stefan? Ich glaube, ja, genau, Manu 18., Holland 29., zwischendrin noch die rote Karte für Regensburg, Kennedy. Ja, ich fand da im Januar auch, was dann nach dem Spiel, also ich stimme dir völlig zu, weil Regensburg so eine Art Angstgegner war, in der Hinrunde das einzige Spiel war, was sie verloren hatten. Und das war sicher wichtig, da auch zu zeigen, dass man da wieder gut reinkommt. Und dann war ja im Januar noch eine Sache, die wichtig war, die auch mit vielen großen Hoffnungen verbunden war, der Neuzugang von Filip Stojiljkovic, der mit Transferende nach Darmstadt kam, mit großen Erwartungen, die, und jetzt kleiner Spoiler, sich nicht erfüllt haben. Aber das weiß sicher jeder, der den SV Darmstadt 98 im vergangenen Jahr verfolgt hat. Ja, das, ich glaube, Stojiljkovic war leider eher so ein Lowlight. Die ersten beiden Monate finde ich ja gut funktioniert, haben wir auch schon drüber geredet. Da waren eben die Spiele gegen Hamburg und Kaiserslautern wohl seine stärksten. Ja, aber ich erinnere mich auch noch, es waren noch weitere Spieler in der Verlosung. Smail Prewjak, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht, der war im Sommer. Prelic hieß der. Der war auch noch in der Verlosung. Der galt, glaube ich, auch schon als fix. Ich weiß nicht mehr, ob das laut der Bild war. Da hieß es schon, der Transfer ist fix und mit einmal kam dann eben Stojiljkovic in die Ecke und ich glaube, es war noch ein Dritter in der Verlosung. Es war eben so die Frage, okay, wer kann nicht unbedingt eine Backup-Rolle für Philipp Tietz übernehmen, sondern wer kann vielleicht Brayden Manu ersetzen, um ihn wieder auf den Flügel bringen zu können. Und ja, wie du schon sagtest, Stojiljkovic mit hohen Erwartungen gekommen, nicht ganz erfüllt, aber ich finde trotzdem aufgrund der emotionalen Lage ein kleines Highlight, weil auch das war genauso das Spiel gegen Regensburg. Also ja, ein großer Fingerzeig auf, wir wollen hoch. Also du holst den mitteuersten Stürmer der Vereinsgeschichte nach Roman Beziak. Du hast da einen Stürmer geholt, an dem Juventus Turin war. Und da standen ja alle Signale auf, hey, also wir wollen in die erste Liga. Und auch da ein Spoiler, am Ende hat es ja geklappt, wenngleich ich jetzt nicht sagen würde, dass Stojiljkovic jetzt den allergrößten Anteil daran hatte. Ja, er hat dazu beigetragen. Die Spiele haben wir erwähnt, gegen HSV und gegen Kaiserslautern, aber wir haben uns sicher alle mehr erwartet. Im Februar war ja dann der Monat zuerst von einem anderen Spieler. Das vergessen wir auch so schnell. Thorsten Lieberknecht hat das ja auch im Interview gesagt, wir vergessen so schnell. Der Februar war der Monat, wahrscheinlich der beste überhaupt in bald 5 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, von Matthias Honsack, der zuerst gegen Sandhausen und dann im Pokal gegen Eintracht Frankfurt Doppelpacks erzielt hat. Unglaublich toll, da hat er seine Stärken ausgespielt, war cool vorm Tor. Ja, das ist gefühlt verdammt lang her. Vielleicht wird der Januar oder Februar ja jetzt wieder ein Monat von Matthias Honsack 2024, aber es war so ein kurzes Aufflammen dessen, was er eigentlich kann. Aber leider konnte er es nicht konservieren. Ja, also
auch mein spielerisch oder mein Spieler-Highlight war auch definitiv Matthias Honsack. Auch da nochmal auf das Regensburg-Spiel geguckt, wurde mit Pfiffen begleitet. Ich war auch an dem Tag, an dem Abend, ich glaube, es war ein Abendspiel gegen Sandhausen, es war verdammt kalt, war ich auch mit in Sandhausen. Also ich war die ganzen Spiele in dem Monat Februar wirklich immer im Stadion. Und ich habe noch aus Spaß zu jemandem gesagt, du, wenn Honsack heute Dreierpack schießt, ich habe Gott sei Dank Dreierpack gesagt, dann lasse ich mir seinen Namen auf dem Hintern tätowieren, weil ich auch nicht unbedingt von so einer Leistungsexplosion ausgegangen bin. Als er dann seinen Doppelpack hatte, hatte ich auch schon sehr viel Angst, hatte dann natürlich aber Glück gehabt. Und ja, es war der Monat des Matthias Honsack. Also, dass der da abgefackelt hat, wow. Also, sein Marktwert ja auch, er hat auch so ein klein bisschen Glück, dass im Februar die Marktwert-Updates von Transfermarkt waren, sodass sein Marktwert, glaube ich, von irgendwie nur 600.000, 700.000 hochgegangen ist auf über 1 Million. Also, da sieht man mal, was so zwei, drei gute Spiele ausmachen können. Und das war eben Doppelpack gegen Sandhausen, Doppelpack gegen die Eintracht aus Braunschweig, die einzig wahre Braunschweig hat er, die einzig wahre Braunschweig, ja, die einzig wahre Eintracht, hat er dann ja auch noch das wichtige Tor gemacht. Ich erinnere mich auch, dass er gegen Rostock ein sehr starkes Spiel gemacht hat, wenngleich das Tor zwar hat Philipp Tietz geschossen, aber er da auch sehr gut war. Und gegen den HSV war dann so das erste Spiel in dem Monat, was nicht mehr ganz so groß war. Vom Spiel her war mein Highlight, ich glaube, das kann man nichts anderes nennen, war natürlich das Pokalspiel gegen die Eintracht. Also vor allem, als es dann 2:1 stand. Also was da ein Block los war, das habe ich selten erlebt. Und so ein zweites kleines Highlight, auch wenn wir uns das eigentlich verboten haben, es schwerer zu machen, ich muss es aber nennen, war natürlich das Spiel gegen den HSV als Nordlicht. Ich bin da mit mehreren Freunden hingefahren aus dem Norden, hin nach Darmstadt, da war schon die Fahrt richtig, hat richtig Spaß gebracht und dann auch das Spiel war entsprechend gut. Also und mein Kumpel, HSV-Fan, war mit auf der Süd. Man möge es mir verzeihen, dass ich für Nicht-Darmstadt-Fan auf der Süd eine Karte besorgt habe. Sein Blick dann aber, als Stojkovic das Tor gemacht hat, also dafür würde ich unendlich viel Geld wieder ausgeben. Das war schon sehr schön. Ja, wobei das HSV-Spiel war ja so der Beginn einer kleinen Krise in der vergangenen Saison. Gegen HSV unentschieden, tolles Spiel, wirklich haben sie gut gemacht, aber eben nicht gewonnen. Und dann kamen ja im März die beiden Niederlagen, zuerst in Heidenheim, unglücklich spätes Tor, und dann gegen Bielefeld ein ziemlich blutleerer Auftritt für meinen Empfinden, wo Stojiljkovic dann auch schon seine andere Seite gezeigt hat mit einer ziemlichen Unbeherrschtheit, wo er Glück hatte, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Also das war so ein bisschen eine Krise, die Mannschaft da gezeigt hat. Zum ersten Mal eben zwei Spiele hintereinander, drei Spiele hintereinander nicht gewonnen. Und ja, dann gab es schon die ersten Unkenrufe. Ja, haben wir gleich gesagt, das klappt ja nicht und alles. Aber ja, was den SV Darmstadt 98 in der vergangenen Saison immer wieder ausgezeichnet hat und möglicherweise auch in dieser Saison, wenn wir auf das letzte Spiel gegen Heidenheim gucken, ist die Fähigkeit, immer wieder zurückzukommen. Und das haben sie dann auch gemacht. Absolut, also das Spiel gegen, gerade das gegen Bielefeld, das hat dann auch schon, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber man hat dann doch Sorge, dass jetzt dieser Einbruch kommt, den ja auch letztes Jahr beispielsweise in St. Pauli hatte oder wir ja auch in kleiner natürlich, ne? Und da war schon so die Frage, okay, schaffen sie es jetzt, weil es kamen dann ja auch schwere Spiele, die dann eben gewonnen worden sind. Und da war mein Highlight ganz klar das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, wo ja eben besagter Philipp Stojiljkovic den Doppelpack geschossen hat. Und auch sein stärkstes Spiel. Wenngleich man auch da wieder sagen muss, die Tore, die er gemacht hat, ein bisschen glücklich. Ich erinnere mich, das eine war ein Kopfball von ihm, der abgefälscht wurde, der so wahrscheinlich dann auch nicht reingegangen wäre. Und das 2:0 war mehr oder minder ein Abstauber von dem Schuss, den er selber nicht untergebracht hat. Da war übrigens auch, das ist mir bei ihm auch aufgefallen, seine Abschlussschwäche im 1 gegen 1 war schon eklatant. Also ich weiß nicht, es ist echt oft gewesen, dass er versucht hat, einem Torwart, weil er dann eben so einen grandiosen Laufweg hatte, hat er sich das in die Situation gebracht. Dann aber immer eigentlich vom Tor im 1 gegen 1 die falsche Entscheidung getroffen. Auch gegen Kaiserslautern, das Glück war aber auf unserer Seite und somit durfte Ex-Trainer, ich glaube, das, ja doch, Schuster war da noch Trainer, oder? Ja, klar, war er noch. Ja. Der wurde jetzt gerade entlassen. Durfte Schuster dann mit geknickter Miene nach Hause fahren. War so mein persönliches Highlight, würde ich sagen. Ja, wenn wir beim Thema Glück sind, muss man natürlich auch noch das letzte Spiel in Nürnberg erwähnen im März, wo sie 1:0 gewonnen haben, Eigentor Nürnberg nach einer Flanke von Matthias Bader und die Mannschaft kein einziges Mal, der SV Darmstadt 98 kein einziges Mal richtig aufs Tor geschossen hat. Also diese abgefälschte Flanke war die einzige Chance. Also haben sie gewonnen. Bemerkenswertes Spiel auf jeden Fall. Und dann kommt dieser Spruch,
Wer solche Spiele gewinnt, der steigt auch auf. Ja, das absolut. Entschuldigung, dass wir kein Phrasenschwein haben, bin ich sehr froh, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich einbezahlen müssen, aber ja, es ist einfach gut. Ja, und dann sind wir auch schon im April, also so ein Jahresrückblick. Finde ich mal spannend, wie schnell das rumgeht. Und da war mein Highlight Ende des Monats das Spiel gegen Holstein Kiel. Auch da natürlich wieder für mich als Nordlicht besonders gewesen. Für mich dann Heimspiel gewesen. Ich glaube, nach Kiel mit dem Auto ist es eine Dreiviertelstunde, weil dort auch meine Uni ist, an der ich studiere. Und gleichzeitig war Kiel auch noch ein, ja, ein sehr schönes Spiel, ne? Also vorher gegen Düsseldorf die erwartete Pleite bekommen. Die anderen Spiele alle gewonnen und dann eben Holstein Kiel souverän, sehr, sehr gutes Spiel mit 13:0 gewonnen. Auch da war ich wieder mit einigen Freunden vor Ort und wir hatten richtig was zu feiern. Neben uns im Block, das war sehr schön, waren auch Freunde von mir, die Holstein Kiel-Fans waren. Wir hatten direkten Blick auf die, weil sie haben sich dummerweise wirklich direkt neben den Gästeblock gesetzt. Dadurch war es dann sehr schön, nach jedem Tor einmal rüber zu gucken und einmal nett zu winken. Also das war mit Abstand mein persönliches Highlight, dieses Spiel. Also wo ja dann auch Philipp Tietz letzte nochmal so eine Tore-Serie ja losging, beziehungsweise auch schon die Spiele davor und dann eben gegen Magdeburg vollendet. Ja, ich fand auch, also der April war so ein bisschen auch durchwachsen, die obligatorische Niederlage in Düsseldorf, ein gutes Spiel gegen Paderborn und dann, wie du sagst, ein starker Auftritt gegen Kiel, sehr souverän gewonnen und nach dem 30. Spieltag 4 Matchbälle. Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch schon im schwersten Monat an. Ich war die Monate vorher, wie gesagt, viel im Stadion, dadurch da, einfach dessen geschuldet, dass meine Uni-Zeit da recht entspannt war. Und auch dann wieder im Mai war ich tatsächlich jedes Spiel vor Ort. Nach St. Pauli bin ich gefahren mit einem guten Freund, der St. Pauli-Fan ist. Da war ja wirklich alles serviert für den perfekten Aufstieg, muss man ja sagen. Also Flutlichtspiel wieder gegen Pauli. Es war eben auch einfach zu schön, um wahr zu sein. Und es war dann wirklich auch ein ja, relativ blutleerer Auftritt, würde ich sagen, gegen St. Pauli. Also viel ging Da da möchte ich nicht. widersprechen. Also ich Ja? fand wirklich, dass die Lilien in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben und dann wirklich St. Pauli mit gefühlt der ersten Torchance, ein Eigentor von Philipp Tietz, wenn ich mich richtig erinnere, in Führung gegangen ist, kurz vor der Halbzeit, was das Spiel schon ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und dann war in der zweiten Halbzeit, hast du gemerkt, dass so ein bisschen das Zittern losging, die Lilien haben weiter versucht, St. Pauli hat das gut zu Ende gespielt, die Lücken genutzt und alles, aber das war wirklich, das war bis kurz vor der Pause, war ich zuversichtlich, dass das klappt. Und auch noch in der Pause dachte ich mir, das können sie drehen mit dem Publikum im Rücken und was. Ist dann nicht so geworden, wie gesagt, dann fing so das Zittern ein wenig an im Endspurt. Erster Matchball vergeben, dann ging es nach Hannover. Das einzige Spiel aus meiner Sicht, das hat er auch selber eingeräumt, wo sich lieber Knecht explizit vercoacht hat mit seiner Aufstellung, was dann auf 2:1 verloren ging. Ärgerlich auch mit den zwei roten Karten oder gelb-roten Karten für Manu und Bader, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das war, boah, da ging das Zittern dann richtig weiter Ja, und vor allem, dann. weil Hannover halt auch, wie du schon sagtest, so ein Spiel war, das war nicht wirklich gut. Also nach dem Anschlusstreffer hatte man noch Hoffnung, aber viel war da nicht. Und ich weiß auch noch, was auch zum Spiel passte, wir sind auch auf dem Heimweg in riesigen Stau geraten. Also ich glaube, wir haben für die Heimtour aus Hannover, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gebraucht. Ansonsten braucht man Hannover circa 3,5 von uns aus. So die Hälfte zwischen meinem jetzigen noch Wohnort und dann Darmstadt. Ja, und dann kam eben Magdeburg, ne? Und das war so das erste Spiel, wo ich auch so ein bisschen Sorge hatte, weil nach St. Pauli bin ich gereist mit, das wird auf jeden Fall was. Nach Hannover war so dieses Ding, ja gut, dann feiern wir halt auswärts den Aufstieg, ist dann nicht so schön wie im eigenen Stadion, aber hey, ne, was willst du machen? Ist ein schönes Luxusproblem, hätte Hamburg gerne auch das Problem. Ja, und dann kam Magdeburg, ne? Wieder verloren. Und du merktest auch unten, die hinter uns haben ja auch konstant gepunktet. Es hätte ja auch gereicht, hätte Hamburg nur einmal Punkte gelassen. Aber die waren so souverän drauf, die anderen Teams, dass klar war, wenn es gegen Magdeburg nicht klappt, wird es richtig eng. Und ja, war dann auch also ein Spiel mit vielen Emotionen, würde ich es mal nennen. Ja, Weil, auf
einfach ganz viel drauf war. Das Tor, völlige Eskalation. Marcel Schuhn, der, glaube ich, sein mitbestes Spiel für uns gezeigt hat. Und dann eben der krönende Abschluss und damit, glaube ich, auch das Highlight im Mai, der Aufstieg mit Platzsturm. Also für mich ein Gefühl immer noch eines der besten überhaupt in diesem Jahr für mich. Das war unglaublich. Ja, also klar, das war wirklich, wie du sagst, auch es war Nervosität da. Ich habe jetzt auch nochmal zum Jahresabschluss ja wohl, sowohl mit Thorsten Lieberknecht als auch mit Rüdiger Fritsch nochmal drüber gesprochen, wie die Situation da war. Die haben beide gesagt, wir haben alles auf das Magdeburg-Spiel gelegt. Das war wirklich der Fokus. Das war unser Endspiel. Das war, auch wenn es jetzt Lieberknecht hören wollte, aber es hat Fritsch gesagt, der auch selber viel Tennis gespielt hat, das war der Matchball, in den wir alles reingelegt haben, zwei Matchbälle vergeben und jetzt die Chance nutzen. Also da war wirklich der ganze Fokus drauf. Das war kein gutes Spiel und es war, wie du sagst, auch Marcel Schuhn sehr viel zu verdanken und natürlich Philipp Tietz, der dieses entscheidende Tor gemacht hat dann, aber es war jetzt nicht souverän und dann fiel natürlich viel von der Mannschaft ab und dann kommen wir eigentlich schon zur Kirche beziehungsweise zum Mallorca-Trip. Oh, ich hatte gehofft, das Ja. nie wieder hören zu müssen. Ja, es gehört dazu zum Jahresrückblick. Ich finde Ja. wirklich auch, wir sprechen jetzt zum letzten Mal. Ich spreche jetzt hier zum letzten Mal von der Kirche. Ich habe heute Morgen beim Lilienblog, es ist auch nochmal online gegangen, was über die Kirche geschrieben habe. Auch da nochmal mit Lieberknecht und Fritsch eben gesprochen. Ich mochte Also, Kirschen immer hätte die gerne, ne? Mannschaft nach Aber Mallorca fahren sollen, ja oder nein? Beide haben gesagt, es war einfach so, wir haben alles auf Magdeburg-Spiel gelegt. Und dann musste die Belohnung gleich danach, die musste einfach kommen. Und die Mannschaft war 3 Tage auf Mallorca, hat danach wieder 4 Tage sehr intensiv trainiert. Ob sie dann tatsächlich, wenn sie nicht nach Mallorca gefahren wäre, gegen Fürth gewonnen hätte, das weiß man ist nicht. eine total müßige, das ist wirklich eine müßige Diskussion. Also ich glaube, kein Mensch kann der Mannschaft absprechen, dass sie das letzte Spiel nicht gewinnen wollte. Das ist einfach, das ist Unsinn. Der Knackpunkt war die rote Karte für Patrick Pfeiffer, die völlig unnötig war. Total doof. Damit hat er sich wirklich seinen Abschied vermasselt, nachdem er die letzte Saison in Darmstadt eigentlich noch sehr ordentlich zu Ende gespielt hat, oder teilweise sehr, sehr gut sogar zu Ende gespielt hat. Und dann war das so ein wirklich sehr unwürdiger Abschluss, den er sich da selber verpasst hat. Und das war das Entscheidende. Und wie gesagt, kein Mensch kann sagen, wenn die Mannschaft nicht nach Mallorca gefahren wäre, ob sie das Spiel in Fürth auch gewonnen hätte. Deswegen wirklich abhaken. Es kam natürlich dann noch dieser Satz von Rüdiger Fritsch, Scheiß auf die Kirche, wir haben die Torte. Ja. Das lag vielen schwer im Magen. Ich weiß nicht, ob er das nochmal so genauso sagen würde. Nicht, nicht. Aber Tatsache ist, und das ist, glaube ich, das sollte man sich auch vor Augen führen, jetzt, wenn man sich so auf diese Kirche fokussiert, der Aufstieg, das ist tatsächlich auch das, was man in Darmstadt eigentlich nicht hätte erwarten können. Natürlich wären sie alle gerne auch Zweitligameister geworden. Es hat nicht gereicht, aber der Aufstieg an sich ist so geil und das sollte man sich nicht vermiesen lassen, dadurch, dass das letzte Spiel komplett in die Hose ging. Und wie gesagt, es ist total müßig, darüber zu sprechen, ob sie ohne Mallorca in Fürth gewonnen hätten oder nicht. Und dazu passen ja auch noch zwei, wie ich finde, sehr schöne Feiern, die es gab. War zu einem die 125-Jahr-Feier, die ich sehr gelungen fand, wo übrigens auch wieder mal das ja, minderwertige Catering in Darmstadt sich wieder zu zeigen wagte. Also das war so ein kleiner Downer an dem Tag. Wollte ich auch nochmal an der Stelle erwähnen. Catering könnte besser werden. War übrigens auch, denn in Fürth grandioses Catering, also sollte Fürth aufsteigen, weil wir steigen ja garantiert nicht ab. Dann unbedingt nach Fürth fahren. Also selten so ein gutes Catering erlebt. So ein kleines Highlight am Rande von diesem ja, nicht allzu guten Spiel dann. Und was dann auch noch ein großes Highlight für mich war, klar, die Aufstiegsfeier. Das war wirklich, also das hat auch so viel Spaß gebracht, damit zu feiern. Das war schon extrem cool. Und das größte Highlight, glaube ich, vielleicht für mich mit dem Verein dieses Jahr war tatsächlich der Start der Heiner-Stube. Denn nach dem Spiel gegen Magdeburg ging es ja los. Da haben Stefan und ich das erste Mal auch am Bölle dann zusammengesessen. Und die zweite Ausgabe war dann ja auch direkt von eben jener Aufstiegsfeier mit ein paar Impressionen. Deswegen guckt da doch gerne nochmal rein in unsere letzten Folgen, wenn ihr nochmal ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollt, auch wenn es nicht so lange her ist. War auch unser gemeinsamer Start. Ja, und nach all dieser Euphorie, all diesen tollen Momenten, war es dann Zeit, ein bisschen abzukühlen. Der Juni begann.
Ja, und da ist es dann doch schon schwerer, irgendwie Highlights auszumachen. Das kann dann ja, wenn nur die Transferphase sein, weil Testspiele gab es auch nicht. Ja, gab es denn da für dich im Juni irgend so einen Highlight-Transfer, den du hervorheben wollen würdest? Nee, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ja sowohl Müller als auch Nürnberger schon zum Saisonende fix gemacht worden. Also das war gar nicht mehr im Juni. Dass Paddy Pfeiffer gehen wird, war auch klar. Und ich weiß nicht, ob er Augsburg noch Ende Mai oder erst Anfang Juni verkündet hat. Also, aber das war jetzt auch keine Überraschung. Und Philipp Tietz fing dann Ende Juni an zu rumoren, dass er gehen könnte, aber war auch noch nicht fix. Das ist also auch erst im Juli passiert. Nein, der Juni war einfach, da war nichts, da war Pause. Auch die Klickzahlen beim Lilienblock zeigen, das war der absolut schwächste Monat. Und es gab einfach auch nichts. Also man soll ja dann auch nicht irgendwie wie soll ich sagen, künstlich pushen oder sowas oder skandalisieren. Im Juni war eigentlich nichts. Ging dann im Juli weiter. Ja, und im Juli, das war so ein Monat, der, ich will nicht sagen, Angst gemacht hat, aber da ging es dann doch schon los mit ersten Stimmen, die eben, und jetzt nenne ich sie auch ein letztes Mal, immer wieder von dieser Kirche sprachen, weil alle Testspiele gingen, bis auf eines, verloren oder waren unentschieden. Denn wir haben gegen den glorreichen TSG Bad König, muss ich sogar nochmal nachlesen, konnten wir mit 10:0 gewinnen. War aber auch so immer dieser typische Testspielgegner aus einigen Ligen weiter drunter, den du dir einmal zum Warmballern holst. Ja, und dann wurde eben verloren gegen Norwich, gegen Gießen, unentschieden gegen Karlsruhe, unentschieden gegen Sandhausen, immer 0:0. Und ich weiß auch noch, dass dort schon bei den ersten Leuten die Euphorie echt runterging, weil jetzt auch die Transfers, die im Juli geschehen sind, jetzt nicht die Namen waren, die man sich, ich sag mal, auch hofft, wenn man aufsteigt. Also da hofft man ja irgendwie auf diesen einen Bombentransfer, diese eine Riesenüberraschung, der eine, ja, Lewandowski für Darmstadt 98, sag ich mal. Der war auch nicht so richtig dabei, wo man wirklich in Euphorie geriet. Und die Spiele taten dann Übriges, dass so ein bisschen, ja, Unruhe einkam für Darmstädter Verhältnisse. Also in Hamburg hätte man, also beim HSV hätte man gesagt, Mensch, das ist ja richtig ruhige Vorbereitung. Bei uns war das dann schon Unruhe. Wir haben da auch viel in der Heinerstube drüber gesprochen, dass wir das nicht überbewerten, was ich finde ich auch rückblickend, was auch richtig war. Ja, aber der Juli sehr highlightarm für mich. Ja, also die Vorbereitung hat nicht besonders viel Spaß gemacht. Das war klar, die Mannschaft war schon nicht so gut aus der Saison rausgekommen, nicht nur wegen Fürth, auch davor eben mit dem Schwächeln auf der Zielgerade und der vergebenen Matchbällen. Musste sich finden, war natürlich, ich fand jetzt also mit den Transfers, das sind immer so riesige Erwartungen, wenn man jetzt. Die besten Transfers, die Darmstadt in den letzten Jahren getätigt hat, waren alles Transfers, die sich erst im Nachhinein als positiv entpuppt haben. Also bestes Beispiel, Sandro Wagner. Also das war, als ich da gehört habe, Sandro Wagner kommt nach Darmstadt, ich dachte, um Gottes Willen, doch nicht der, der ist überall gescheitert, arrogant und was weiß ich. Es war der beste Transfer, aber hätte man zum Anfang nicht sagen können. Und so gibt es einen Stroh-Engel und da gibt es noch viel mehr, Niemeyer, Ja. also alles Leute, die irgendwie, ja, so ein bisschen auf dem Abstellgleis standen, quasi gescheitert waren. Und umgekehrt die richtig teuren, großen Transfers wie Bešak oder jetzt Stojiljkovic oder sowas, Kevin Großkreuz. die haben sich nicht als erfolgreich bewahrheitet gezeigt. Ich finde, also mit Christoph Klarer hat man schon jemanden geholt, der gut ist, der, glaube ich, wenn er so weiterspielt, auch irgendwann in der österreichischen Nationalmannschaft stehen wird. Und das war aus meiner Sicht schon ein guter Griff, den man da getan hat. Der ist jetzt noch kein Überflieger und er ist noch nicht so stark wie Paddy Pfeiffer jetzt in der Hinrunde der vergangenen Saison war, aber ist ein guter. Also Solide ist er. insofern da und dafür, dass man halt für solche Spieler auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, sicher kein rausgeschmissenes Geld. Ja, also wie gesagt, sonst Juli sehe ich auch so. Ja, Philipp Tietz war weg dann. Fraser Hornby wurde verpflichtet, mit großen Erwartungen auch. Also vielleicht nicht ganz so teuer, aber die konnte er leider auch zum größten Teil verletzungsbedingt nicht erfüllen. Ja, und dann ging Wobei es man ja da ja auch für. mal sagen muss bei Hornby, ne, ich habe ja auch eine ordentliche Lanze für ihn am Anfang gebrochen, weil ich eben mich viel auch mit Statistiken auseinandersetze. Eine Statistik, die war jedoch auch bekannt, das ist seine Verletzungsanfälligkeit. Also das zieht sich durch seine Karriere durch.
Und es ist immer ein Gamble, wenn du solche Spieler verpflichtest. Also kannst du ja mal in Bremen nachfragen mit Naby Keita, wie das so ist. Also das ist, und da dann wirklich, also Nachhinein, das ist jetzt auch, ne, wie gesagt, ich habe auch am Anfang viel von ihm gehalten, aber jetzt im Nachhinein lässt sich immer leicht sagen, aber dass du nur einen Wandstürmer verpflichtet hast für Tietz und der so verletzungsanfällig ist und der so wichtig ist für dein Spiel, also dieser Stürmer, der Bälle festmacht und verteilt, ist essentiell für das Spiel von Thorsten Lieberknecht. Und dort auf eine Karte zu setzen, die sehr verletzungsanfällig ist, ist rückblickend betrachtet absolut naiv gewesen. Weil das siehst du jetzt ja auch in dem Aktionismus, Aktionismus ist nicht, aber in der jetzigen Transferperiode, Lieberknecht hat es in einem Lilienblock auch gesagt, ein Stürmer muss her. So, und das ist eben, weil Fraser Hornby zu verletzungsanfällig ist. Pfeiffer ist nicht der Stürmer, der Bälle festmacht. Williamson macht es okay. Stojkovic konnte schon gar nicht, einfach durch seine Körpergröße. Also, das war so wirklich die Krux, diese Transferphase, was sich dann eben auch im August in den Spielen, ja, wo dann der bestehende Kader nicht unbedingt gezeigt hat, dass sie es jetzt ändern, wo das absolute Lowlight, glaube ich, das Spiel gegen Homburg war. Also, ui, da saß ich echt vorm Fernseher und habe die Hände in den Kopf zusammengeschlagen. Also, das war, hat schon an das Spiel gegen war das Astoria Waldorf damals, ich habe schon verdrängt. Das hat schon stark daran erinnert. Also, uiuiui, wo übrigens besagter Filip Stojkovic noch der Lichtblick war. Ja, stimmt, das war sein letzter wirklich guter Auftritt, aber auch da hat er einen Elfmeter verschossen. Also das war, ist eingewechselt worden zur Halbzeit, ich glaube für Manu, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat für Wirbel gesorgt, aber auch den Elfmeter verschossen. Ja, ganz bitterer Auftritt und tatsächlich der denkbar schlechteste Auftakt für die neue Saison, also wenn man jetzt Pflichtspiele nimmt. Also schon die Vorbereitung mau und dann das erste Spiel, die Pokalblamage, muss man einfach so Ja. sagen, und wirklich auch blutleer. Da war irgendwie nichts und ja, alle haben gesagt, um Gottes Willen, und dann fand ich es aber ganz ermutigend, haben wir auch im Lilienblock hier drüber geschrieben, gesprochen, dass die Mannschaft dann gegen Frankfurt wirklich einen ordentlichen Auftritt geliefert hat und dann mit 0:1 auch ein bisschen unglücklich verloren hat und gezeigt hat, dass sie in der Bundesliga mithalten kann. Ja, gegen die Eintracht war das ein sehr, sehr gutes Spiel. Man muss sagen, ich behaupte, bis heute hätten sie Kolo Muani nicht gehabt, der ja nun mal ein absoluter Unterschiedsspieler ist, dann hätten sie auch nicht gewonnen. Also bin ich mir sehr sicher und hätte uns ein bisschen mehr Glück im Abschluss hätten wir es gehabt. Hatten wir aber natürlich nicht. Die Eintracht hatte noch Kolo Muani, ging dann eben entsprechend verloren. Gut, das Spiel gegen Union, das würde ich jetzt nicht nochmal breitreten, ist jetzt umso unglücklicher, wenn man guckt, wie schwach Union nach unserem Spiel performt hat. Danach haben sie halt noch alles fast verloren und haben durch 4 Standards gewonnen. Übrigens auch eine Schwäche, die sich durch die Saison gezogen hat. Auch das gehörte zu Jahresrückblicken dazu. Unsere Ja, wobei Standardschwäche. die haben nach dem Unionsspiel 11 Spiele kein Standardtor kassiert. Hat Lieberknecht auch nochmal hervorgehoben. Erst gegen Heidenheim haben sie wieder 2 bekommen. Also das war nicht so, dass das eine durchgehende Schwäche war. Die konnten das schon abstellen. Du kannst es nicht immer abstellen. Standards sind eine gute Chance, Tore zu machen. Davon haben die Lilien ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder profitiert. Insofern, ja, also das nochmal wichtig, aber klar, Union Berlin war bitter. Was ich im August noch sagen möchte, also die Bilanz war eben tatsächlich schlecht. Es gab 4 Niederlagen inklusive des Pokalspiels. Aber es gab 2 Neuzugänge auch noch mit Luca Pfeiffer und Tim Skarke. Zwei Rückkehrer, die man ausgeliehen hat. Luca Pfeiffer hat jetzt zum Ende nochmal so aufblitzen lassen, was er wirklich kann, wo er gut ist. Hatte sehr viel Pech schon im ersten Spiel gegen Frankfurt, wo er den Pfosten nur getroffen hat nach seiner Einwechslung. Ja, und Tim Skarke ist der absolute Glücksgriff. Also auch, glaube ich, das hätte ihm niemand zugetraut, dass er so stark ist, und wahrscheinlich hätte ihn Union Berlin auch nicht ziehen lassen, wenn er da angedeutet hätte, was er wirklich kann auf dieser ungewohnten Position, wo er meistens zum Einsatz kam und auch die meisten Tore geschossen hat im Sturm. Also eine Position, die er ja auch die ganze Karriere vorher so gut wie nicht gespielt hat. Ja, und bei Skarke, ich habe das, glaube ich, auch schon, ich hoffe, ich habe es damals gesagt, aber ich glaube ja, war auch eben, hat es auch schon bei Schalke gezeigt. Also ich finde, er war bei Schalke einer der besten Spieler in der Rückrunde, und Schalke war in der Rückrunde wirklich eine gute Bundesligamannschaft. Also das zeigt ja auch deren Rückrunde. In der Rückrundentabelle, glaube ich, waren sie 8. oder 9. Da war einer der, in meinen Augen, der besten Spieler schon. Also ich habe mich sehr über ihn gefreut. Jedoch war diese, ich sag mal, Euphorie, die er entfacht hat, auch schon im September spürbar.
Jedoch haben andere Dinge das, sag ich mal, überschattet. Vor allem mein persönliches Lowlight, obwohl es der einzige Punkt bis dahin war, war das Spiel gegen Gladbach. Also 3 zu 0 zu führen und dann 3 zu 3 am Ende zu spielen, tut mehr weh als 5 zu 1 gegen Leverkusen zu verlieren, in meinen Augen. Ja, das hat auf jeden Fall wehgetan, aber auf der anderen Seite hat die erste Halbzeit da auch gezeigt, was die Mannschaft wirklich kann und dass die, wenn die Einstellung stimmt und natürlich auch, wenn es mit dem Gegner passt, muss man auch sagen, es lässt ja nicht jeder Gegner so ein Spiel zu, dann kann die auch eben in der Bundesliga mithalten. Also wenn man das Positive rauszieht, dann ist es tatsächlich die erste Halbzeit, negativ die zweite Halbzeit und da darf man auch tatsächlich die, mein Verständnis, überzogene rote Karte gegen Maglica nicht heranziehen. Auch in Unterzahl kann man 3 Tore Vorsprung über die Zeit bringen. Ja, sie haben aber, ich sag mal, das Können konserviert der ersten Halbzeit und dann kam so der bisher beste Monat für Darmstadt 98 in der Bundesliga, das war der Oktober. Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Augsburg, eigentlich sehr unverdient verloren gegen RB Leipzig. Also da wäre mindestens ein Punkt absolut verdient gewesen und eine grandiose erste Halbzeit gegen Bayern München. Die zweite Halbzeit, die ist irgendwie aus meinem Gedächtnis raus. Ich meine, da sind so ein, zwei Tore für Bayern gefallen, mehr auch nicht. Das war dann nicht so schön, aber dennoch der Oktober ein geiler Monat. Also Spiele, die richtig gut waren, Spiele, die richtig Spaß gemacht haben. Und ja, du hast auch Augsburg noch gerade zur richtigen Zeit erwischt, muss man auch mal fairerweise sagen, weil seitdem hat sich Augsburg ordentlich stabilisiert, seitdem Enrico Maaßen raus ist. Ich habe noch vor der Saison gesagt, Augsburg hält nur dann die Klasse, wenn sie möglichst früh Enrico Maaßen entlassen. Ja. Fieser Spruch hat sich aber bewahrheitet. Dennoch, mein Highlight waren absolut die Spiele gegen Augsburg und Bremen. Also kämpferisch, taktisch, oder wie Thomas Tuchel sagen würde, umgekehrt, technisch, taktisch, mental, kein einziges Defizit, sondern eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, ich glaube auch, also ich muss auch wirklich sagen, ich fand das Bayern-Spiel geil. Natürlich, die zweite Halbzeit war nicht schön. Auf der anderen Seite, was ich da so faszinierend fand, war, dass die Mannschaft in Unterzahl weiter nach vorne gespielt hat. Also das ist natürlich totaler Wahnsinn gewesen und sie haben die Quittung dafür bekommen, aber es hat so einen gewissen Mut und eine gewisse Unbekümmertheit gezeigt und die schon auch ja, cool war. Also ich habe dann geschrieben, man hat sich abschlachten lassen, aber sie haben mitgespielt. Also das kannst du auf Dauer natürlich nicht bringen, aber dieses, ja, wie gesagt, diese Unbekümmertheit, die fand ich schon ziemlich faszinierend und das war aber trotzdem der Bruch, weil diese Unbekümmertheit hat sie danach eigentlich bis zum Jahresende nicht mehr gezeigt. Das war schon gegen Bochum dann, das war das erste Spiel im November, ein sehr tristes Spiel, wo die Lilien dann durch zwei individuelle Fehler verloren haben, erst in der Abstimmung zwischen Yannick Müller und Marcel Schuhn und dann später als Bader den. Nee, wer war's? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das war auch nochmal Schuhn, genau, der den Bader hat die rote Karte für Holland mit verschuldet, weil er in der Vorwärtsbewegung den Ball leichtfertig verloren hat. Aber und Holland dann allein hinten blank stand. Aber Schuhn hat nochmal dann nach auch einem schlechten Anspiel von Christoph Klarer, den Ball in die Bochumer Angreifer gespielt und dann haben sie verloren. Ja, das war ein trister Monat, der November. Und dann kam ja wirklich auch noch dieses. Ja, wie soll ich sagen? Ja, wir haben auch erfahren, dass es im November wichtiger ist als Fußball mit dem Schlaganfall von Thorsten Lieberknechts Frau Simone, der es ja Gott sei Dank wieder deutlich besser geht oder wieder recht gut geht. Aber ich fand, das erdet einen so ein bisschen und da hat auch der Verein sich, finde ich, sehr gut gezeigt, dass es gar keine Frage war, dass Thorsten Lieberknecht sich da um seine Frau kümmern kann und dass eben das absolute Priorität hat. Also das fand ich schon ja, sehr, sehr positiv und irgendwie in dem tristen Monat dann noch so ein Ein Lichtblick, dass man eben doch ein bisschen alles Gänsehautmoment hat. für mich war übrigens auch gegen Mainz, dann das Spruchband der Ultras auf der Süd war ein Lied von Bruce Springsteen. No Und das wurde Surrender. eben dann umgetextet auf die Frau von Thorsten Lieberknecht. Ist ja bekannt, dass Lieberknecht ein großer Bruce Springsteen-Fan ist. Fand ich sehr schön, da diesen Zusammenhalt im Verein zu spüren. Einmal auf, ich sag mal, offizieller Ebene, Präsidium und Co., die Lieberknecht sofort die Zeit gegeben haben, aber auch von den Fans zu sehen, wie sehr. Ja, Lieberknecht in Darmstadt wirklich und dann auch eben seine Familie da, seine Arbeit anerkannt wird und dass das eine Einheit ist, was dann auch sehr wichtig war für die schweren Monate, also dass du als Verein so eine Einheit bist. Also, weil SK wurde nicht unbedingt spielerisch dann besser. Also Nee. Mainz,
Das Spiel war pur, Freiburg war okay. Und dann kam eben schon der Dezember mit, wo du wirklich ja gegen die direkte Konkurrenz verloren hast. Also gegen das Spiel gegen Köln zu verlieren, tat weh. Gegen Heidenheim auch unfassbar schmerzhaft. Und dann gegen Wolfsburg, ob man das hätte verlieren müssen, fraglich. Und dann saßen wir beide auch hier und haben eigentlich Woche für Woche überlegt, okay, klar kritisieren wir, was da passiert, aber was gibt es denn, was man einen da noch hochzieht? Also, und gerade nach Wolfsburg war da für mich nicht mehr viel, wo ich sagte, boah, also das lässt mich jetzt noch so richtig dran glauben. Also klar ist die Hoffnung immer da, aber dass ich zu so den festen Glauben daran hatte, dass ich sagte, das ist es, worauf ich zeigen kann und das wird das, was uns rettet, das gab es nicht. Es wurde uns aber Gott sei Dank mit dem Hoffenheim-Spiel geliefert. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, da hat die Mannschaft nochmal gezeigt, dass sie zum einen mithalten kann, dass sie sehr gute Moral hat. Und ja, dann hatte sie natürlich auch das nötige Matchglück, dass Hoffenheim eben die dicken Chancen nicht genutzt hat. Aber das lässt uns doch insgesamt, finde ich, positiv aus einem Jahr gehen, auch ohne Kirsche. Ich sage es zum letzten Mal jetzt. Ja, und dann gab es natürlich nach dem Hoffenheim-Spiel noch zwei Personalien, die jetzt sicher auch nochmal wichtig sind und im Jahresrückblick nicht fehlen dürfen. Zum einen Filip Stojilkovic, der an Kaiserslautern ausgeliehen wurde. Hoffen wir, dass er dort sich für ein weiteres Engagement bei den Lilien empfehlen kann, denn sein Vertrag läuft noch bis 2027. Auch Option Lautern aber auch. Also, wenn er da sehr gut performt, glaube ich, werden sie bestimmt abkaufen. Ja, ich glaube, Darmstadt wird ihn jetzt auch nicht unbedingt verschenken und Kaiserslautern ist jetzt auch nicht unbedingt der finanzkräftigste Verein. Deswegen mal gucken, was da dann rauskommt. Da sind wir natürlich immer wieder beim Thema, wann erwirtschaftet der SV Darmstadt 98 denn Transfererlöse? Denn da haben wir, also wenn man das auch mit Heidenheim zum Beispiel vergleicht, in den vergangenen 5 Jahren, ich empfehle transfermarkt.de, in dem Punkt Heidenheim ein Transferplus von über 5 Millionen, Darmstadt ein Transfer-Minus von über 4 Millionen. Und Rüdiger Fritsch sagt immer, dass eine positive Transferbilanz auf Dauer das ist, womit auch Vereine wie Freiburg oder Mainz groß geworden sind. Und da ist Darmstadt halt leider noch ein bisschen davon entfernt. Und da sind wir bei der nächsten Personalie, die dann auch noch im Dezember, jetzt kurz vor Silvester, ja, für ziemlich Wirbel gesorgt hat, nämlich dass Carsten Wählmann den Verein verlassen wird. Das finde ich persönlich sehr schade. Sicher, wenn wir jetzt mit Blick auf die Transferbilanz gehen, gab es Transfers, die nicht so gut gelungen sind. Also gerade Stojilkovic ist so ein Thema. Hornby haben wir angesprochen. Wilhelmsson auch, wobei Hornby und Wilhelmsson eben auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurden, sodass sie nicht am Stück zeigen konnten, was sie wirklich können. Aber da ist man, da war es nicht so glücklich. Aber Carsten Wählmann ist der Architekt der Mannschaft. Also der hat Absolut. alle Verträge, alle Spieler verpflichtet bzw. Verträge verlängert. Alles ging mit über seinen Tisch. Er hat das alles auch nicht allein entschieden, das muss man sicher auch sagen. Aber mit so geringen Mitteln so eine Mannschaft aufzubauen, die in die Bundesliga aufsteigt. Ja, da schöne Grüße an HSV, schöne Grüße an St. Pauli, schöne Grüße an Hannover. Ich finde wirklich, da sollte man auch in Darmstadt eben dafür Respekt und Dankbarkeit zollen. Absolut, also Carsten Willmann wurde mir über Jahre hinweg viel zu negativ gesehen. Also gerade in der Zeit unter Markus Anfang. Ich fand jeden Trainer, den er geholt hat, in der Entscheidung selbst sehr gut. Ich fand Gramozis war zur richtigen Zeit der richtige Mann, auch wenn ich absolut kein Fan von ihm bin, aber zu der Zeit war er der Richtige. Markus Anfang, man mag von ihm persönlich halten, was man will, aber das war nun mal damals, so eine Trainergröße zu haben in Darmstadt, das war schon ein ganz schöner Coup. Also, er hat ja auch geliefert. Also wie gesagt, persönlich mag man von ihm halten, was man will. Seine Impfpassgeschichte, das geht gar nicht. Aber der Trainer Markus Anfang ist fußballfachmännisch über alles erhaben. Also es ist ein sehr, sehr guter Trainer und ich war damals sehr traurig, als er ging und vor allem wie er ging, weil ich viel von ihm als Trainer, nicht vom Menschen, aber vom Trainer Markus Anfang halte ich ganz, ganz viel. Und dann natürlich Lieberknecht, Bombenentscheidung. Über die Spieler brauchen wir gar nicht reden. Also fast jeder Spieler, der kam, den kannte man eigentlich wirklich gar so fast gar nicht.
Der größte Name, glaube ich, den er mitgeholt hat, war Matthias Honsack tatsächlich, der nach einer sehr, sehr guten Saison aus Kiel kam. Das war noch so ein Name, ne? Aber ansonsten kam Tim Skarke, ein Gescheiterter aus Heidenheim. Philipp Tietz, so ein ja, Drittliga-okayer Stürmer von Wien Wiesbaden. Ja, Luca Pfeiffer, der hat mal ein, zwei geile Saisons in der dritten Liga gespielt, aber in Dänemark kam er gar nicht zum Zug. Matthias Bader gescheitert in Köln. Also die Liste ist lang von Leuten. Paddy Pfeiffer nicht zu Ja, vergessen, No Name, auch der sich absoluter beim No HSV nicht Name. zugetraut hat und der jetzt vielleicht wieder zum HSV geht, also oder Ja, und das wahrscheinlich ist, die Fußballer ist, Liste aber. ist so enorm lang und man kann nicht erwarten, dass jeder Transfer sitzt. Das tut es bei niemandem. Also, es gibt keinen Manager, bei dem jeder Transfer sitzt. Den gibt es nicht. Wenn es ihn geben würde, dann wäre er bei Real Madrid oder bei Barcelona oder sonst wo und da gibt es genauso Flops. Und seine Grundbilanz ist grandios. Und der ist ein riesiger Verlust für Darmstadt 98. Also einer der größten Verluste, die wir letzten Jahre hatten, weil all das hätten wir nicht ohne ihn. Bin ich mir ganz sicher, weil der Verein war vorher von der Führung in meinen Augen nicht auf Bundesliga-Niveau. Also Entscheidungen wie Fachmeier, das war schon speziell. Entscheidungen wie Dirk Schuster nochmal wieder zu holen, wieder die gesamte Macht zu geben. Auch okay, kann man machen, muss man aber nicht. Carsten Wielmann wurde dann ja auch schon installiert. Und ich finde, er hat ganz, ganz viel Professionalität reingebracht. Auch wenn man guckt, wie ruhig die Transfers abgelaufen sind. Früher hat man aus allen Löchern, kam das schon Wochen vorher raus. Das wurde dicht gemacht. Oder auch ein Thorsten Frings, den habe ich völlig übersehen. Also der hat ja auch diese ganze Schustermacht bekommen. Das heißt, mach mal alles, lieber Thorsten, ohne dass du irgendwas jemals nachgewiesen hast. Das waren schon alles so Entscheidungen vom Verein, die man auch also die ich nicht unbedingt professionell finde, ohne da jetzt die Hintergrundinfos zu kennen. Bei Carsten Wehmann wirkte aber, hatte alles Hand und Fuß. Es war eine Vision dahinter, was ich mal ganz wichtig finde im Fußball. Es war ein ganz klarer Blick für die Zukunft da. Und Thorsten Lieberknecht hat es immer wieder gesagt, Kontinuität ist wichtig. Diese Kontinuität, die wir über Jahre mit ihm hatten, die ist jetzt weg. Und ich habe Sorge, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ganz schön Sorge, was jetzt kommt. Ich habe Sorge vor dem nächsten Namen. Also gut, der ist jetzt Gott sei Dank in Mainz, aber dass es so ein Christian Heidel oder sowas wird. Also da wird es mir vor grausen und das ist auch bei jeder Trainerentscheidung, dass man Angst hat vor dem Namen, dass dann plötzlich Taifun Korkut in Darmstadt Trainer ist oder nochmal Friedhelm Funkel, nicht Friedhelm Funkel, nochmal, wie hieß er denn? Ist auch egal, der war auch bei Hannover, Arminia Bielefeld, Gladbach, ich habe gerade seinen Namen vergessen, auch eine absolute Trainergurke, Norbert Meyer, dass so jemand dann jetzt plötzlich, sage ich mal, in der sportlichen Sportdirektorposition kommt. Ich hoffe es nicht, ich hoffe, der Verein zeigt jetzt, dass er so professionell ist, wie ich ihn inzwischen wahrnehme, als einen sehr, 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 sehr professionell geführten Verein, sehr, sehr vernünftig geführten Verein und dass man dort jetzt genau da weitermacht mit einem ja, sportlichen Leiter oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Sportdirektor, Sport irgendwas, Sportkoordinator, der das so gut weitermacht wie Carsten Wehmann. Und ja, ihm wurde viel zu wenig gedankt, ihm wurde viel zu wenig Wertschätzung entgegengebracht über die Jahre. Und auch was ich die letzten Wochen über ihn gehört habe, das geht schon, also das ist nicht mehr nur unter der Gürtellinie, das ist schon, es ist wirklich eklig. Also anders kann man das nicht nennen, wie teilweise Verantwortliche des Vereins angegangen werden wegen einem Transfer, der nicht gesessen hat, wegen Stojkovic oder wegen Williamson, weil der noch nicht 80 Buden geschossen hat. Also für mich völlig unverständlich, einer der besten Männer, die Darmstadt je hatte. Punkt. Also ich finde, und ich kann es auch wirklich verstehen, er ist wie gesagt an einem Punkt angekommen, wo jetzt er selber nicht mehr viel mehr erreichen kann. Er hat einen Verein aus dem Zweitliga-Mittelmaß in die Bundesliga geführt und es wird jetzt aber auf absehbare Zeit nicht irgendwie mehr Geld geben oder sowas, dass er mehr da jetzt gestalten kann. Er hat so einen gewissen Level erreicht und ein gewisses Level erreicht und jetzt kann ich es verstehen, dass er weitergeht. Und ich möchte allen mal empfehlen, im Lilienblock den Beitrag anzugucken. Da ist ein Bild von Carsten Wielmann vom Herbst 2018, wie er da aussah und wie er jetzt aussah. Der Mann ist brutal gealtert in den vergangenen 5 Jahren. Der sah wirklich 2018 im Herbst sah der noch richtig jugendlich aus und mittlerweile, also das hat Spuren hinterlassen, was er gemacht hat. Der ist auch keiner, der sich selber schont und das sollte man auch ihm zumindest zugute halten, dass er wirklich in Darmstadt alles gegeben hat Ja, und sein,
Eine kleine Sache möchte ich noch ergänzen. Seine größte Stärke ist auch gleichzeitig seine größte Schwäche, seine ruhige Art. Er hat sich nie in den Ja. Vordergrund gestellt, er hat nie gesagt, ja, ich habe ja den Titz geholt, ich habe den Pfeifer geholt, ich habe den geholt, ich hab Thorsten Lieberknecht geholt. Das hat man nie von ihm gehört. Nie. Er hat immer die Arbeit der anderen in den Fokus gesetzt. Wenn es um den Aufstieg ging, hat er auch immer die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht hervorgehoben. Das ist aber auch gleichzeitig seine größte Schwäche, denn ich glaube, genau deshalb wird er so schwach angesehen. Also, Ja. ich habe auch letztens Fans schon gehört, die sagten, ja, das wäre alles Tom Eilers ja über Jahre. Also, der hat genauso viel Mist wie Gutes gemacht. Also, und da ist Wählmanns Bilanz doch deutlich besser als die eines Tom Eilers über die Jahre gesehen. Wie gesagt, das wollte ich da auch nochmal ergänzen: seine größte Stärke gleichzeitig seine größte Schwäche irgendwo. Also Tom Eilers hat sicher auch überall die Finger drin. Das ist so der Strippenzieher hinter den Kulissen. Aber ja, wie gesagt, das soll die Verdienste von Carsten Willmann auf keinen Fall schmälern. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil das auch immer wieder wichtig ist und auch in dem Kontext mit Diskussionen über Personen eine Rolle spielt. Die Lilien sind jetzt Tabellenletzter. Das ist der Wie soll ich sagen, da stellt sich dann auch, da muss man auch fragen, was sind die Gründe dafür? Und da ist auch für mein Empfinden die Frage an die Verantwortlichen, aber auch an die Betroffenen selbst angemessen. Wie sieht es denn aus mit dem Trainer? Es gibt die Mechanismen des Marktes und ich finde nicht, dass man dieses Thema komplett ausschweigen darf. Man muss einfach mal nachfragen. Das heißt nicht, muss jetzt Lieberknecht weg, aber wie gehen Sie damit um, dass der Verein auf Platz 18 steht? Und gehen Sie mit Herrn Lieberknecht auch in die zweite Liga zum Beispiel? Weil das würde auch nicht jeder Verein so bejahen. Man hat ihm einen Vertrag bis 2027 gegeben. Trotzdem muss man nachfragen. Ich finde, das ist, und da gibt es, glaube ich, häufig auch Missverständnisse über den Lilienblock nach dem Motto, das fragt man nicht und alles. Der Lilienblock zählt keine Trainer an oder ähnliches, aber er muss nachfragen. Also wir haben weder die Seite des Vereins noch die Seite der Fans oder ähnliches, aber man muss einfach fragen. Und dann sagen die Leute was dazu und dann werden sie da dran gemessen. Aber es kann nicht sein, dass wir irgendwas verschweigen, um irgendjemandem damit was Gutes zu tun. Wie gesagt, es geht nicht darum, Leute in die Pfanne zu hauen oder bloßzustellen oder wegzubekommen, Politik zu machen. Aber genau das ist es nämlich auch, Politik zu machen, wenn man nicht nachfragt, ob nach dem Trainer, wenn die Mannschaft auf Platz 18 steht. Dann macht man auch Politik im Sinne von, wir sprechen die Probleme auch nicht offen an. Und das ist ja auch eine Sache, die wir nicht machen sollen. Der Lilienblock versteht sich als unabhängiges journalistisches Medium und deswegen gehört das auch dazu. Das ist mir noch ganz wichtig als Klarstellung, weil ich das immer wieder bekomme. Wie kannst du das fragen? Wie kannst du das fragen? Ich muss es fragen. Ja, und es ist auch so, ich sag mal so, unsere persönliche Meinung, gerade in der Heiner-Stube, die ja doch deutlich subjektiver ist als das, was ihr auf dem Lilienblock zu lesen bekommt, da seht ihr auch unsere Meinung. Und ich glaube, Stefan ist der Letzte, der gerade den Trainerkopf fordert. Also wir betonen es immer wieder, dass jetzt gerade die Ruhe da sein muss und dass es gut ist, an dem Trainer festzuhalten. Aber Stefan sagt das ganz richtig, der Markt hat halt seine Mechanismen und die Saison sind schon ganz andere Trainer gegangen, die als unfehlbar galten. Ohne dass ich es jetzt hoffe, auf gar keinen Fall, aber ein Bo Svensson ist nicht mehr da, Steffen Baumgart ist nicht mehr da. Das waren beides Namen, wo man nie gedacht hätte, da geht Urs Fischer. Ne? Also hätte man das mit Unioner vor der Saison gesagt, dass der nicht mal ein halbes Jahr später nicht mehr Trainer ist, ich glaube, die hätten dann ausgelacht. Also deswegen, ich hoffe es nicht. Meine Empfehlung wäre, mit ihm in die dritte Liga, in die zweite Liga, hoffentlich nicht in die dritte Liga, in die zweite Liga zu gehen. Andere Frage ist aber auch, und die haben Stefan und ich uns auch schon mal so privat gestellt, was ist, wenn jetzt tatsächlich Worst Case 8 Niederlagen oder so folgen? Dann ist das schon schwierig. So, aber das sind hoffentlich alles Fragen, die wir uns nächstes Jahr nicht mehr stellen, sondern Matthias Honsack jetzt wieder so einen guten Januar, Februar hinlegt wie letzte Saison. Dass wir das Jahr oder das nächste Jahr so gut beginnt wie das letzte, heißt mit ordentlich vielen Siegen, ordentlich Punkten, guten Transfers dann auch von dem neuen Mann, der die Strippen dann zieht. Stand jetzt sind es ja Thorsten Lieberknecht, Tom Eilers, Michael Stegmeier und die Scouting-Abteilung, wenn ich richtig Genau. informiert bin. Ja, ich wünsche den Handelnden da alles Gute für uns alle, dass da gute Leute kommen. Ich vertraue den Leuten da auch. Auch gerade Thorsten Lieberknecht mit seiner Erfahrung, der ist ja nun auch nicht, ist ja jetzt auch nicht als Trainer so jemand, der da, glaube ich, kein Know-how hätte. Das traue ich ihm durchaus zu. Ich hatte auch schon so im Kopf gedacht, na, warum gibt man ihm nicht diese Schusterrolle? Aber Leute mit zu viel Macht im Verein ist in meinen Augen nie wirklich gut, weil das hat auch Dirk Schuster gezeigt, dass das nicht
die beste Strategie ist. Aber das soll nicht unsere Sorge sein, das ist die Sorge der anderen. Und falls es unsere Sorge wird, wird Stefan definitiv nachfragen. Genau, also da auch nochmal klargestellt, ich bin großer Fan von Thorsten Lieberknecht. Das ist aus meiner Sicht absoluter Glücksfall von SV Darmstadt 98. Und ich wünsche mir persönlich, dass er auch im Sommer noch unabhängig von der Ligazugehörigkeit Trainer des SV Darmstadt 98 ist. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch der Fall sein wird. Und wie gesagt, dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten kann ich eigentlich auch nicht mehr viel anfügen, außer dass ich mich auf den zweiten Teil der Bundesliga-Torte mit oder ohne dieses Ding da oben drauf freue. Denn hey, die Rückrunde wird total geil. Wir haben drei Heimspiele. Wir haben Dortmund, Frankfurt, Bayern als Highlight, alle am Böllenfalltor. Wie geil ist das denn? Also, ich freue mich aufs nächste Jahr und wünsche euch alles, alles Gute. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig, Ja, oder? ich habe auch nichts mehr. Ich wollte jetzt auch nur guten Rutsch wünschen. Genau. Also, ich freue mich aufs nächste Jahr. Bleibt uns treu, lest den Linienblog, abonniert die Heiner Stube, unterstützt uns, gebt uns Feedback. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind ja hier nicht im luftleeren Raum. Natürlich haben wir Spaß an der Sache, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns dann nur hier selbst beweihräuchern wollen. Der Dialog mit euch ist uns wichtig. Insofern alles Gute fürs neue Jahr, kommt gut rüber und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und auf euch. Auch von mir einen guten Rutsch und wir hören uns auf nächstes Jahr. Viele Highlights in der Bundesliga. Ciao.